So, nachdem wir so toll versagt haben hier bei dem hier. Ne, machen wir mal weiter. Aber ich will gucken, hat ja gerade das Probe. Hast du eigentlich eine Fischgräte? Nee, Waffen. Seilwerfer. Im Besitz. Kriegsbogen. Diese Waffe verursacht wenig Schaden und feuert Element ab. Sie kann. Scharfschussbogen. Dieser langsam feuernde, aber äußerst zielsichere Bogen eignet sich am besten für den Fernkampf, wenn es auf Präzision ankommt. Kann modifiziert werden. Ich bin am überlegen, ob ich mir den holen soll. Ne, weil das ist schon echt praktisch. Schön vom Weiten. Fupp, weg. Springen. 130 dieser Bolzenwaffe für mehrere Projektile. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Ich habe das Gefühl, dass mein Rechner gerade im Hintergrund irgendwas macht. Okay, den habe ich ja. Kaya Schleuder. Schattenschleuder. Mhm. Das ist teuer. Scharfschussbogen. 210 Handhabung. Munition. Dieser langsam feuernde, aber äußerst zielsichere Bogen eignet sich am besten für den Fernkampf. Wenn es auf Präzision ankommt, kann modifiziert werden. Okay. Der ist auch teurer, ne? Naja, gut, okay. Ich lasse das nochmal. Solange ich noch so klarkomme, einigermaßen lasse ich das mal. So, wo ist mein Pferd? Ist das meiner? Nein. Da ist meiner. Gott, wie war denn das mal? So war das, genau. Ah, Wächter. Ich muss ja sowieso gucken, wo muss ich denn überhaupt hin? Was ist denn das? Ein Yang für die Loge, okay. Da ist nochmal ein... Habe ich hier irgendwas, was ich noch machen könnte? Hier ist noch was. Was auch immer das ist. Gehen wir mal dahin. Oh, ein alter Panzer. Da steht verdorbene Zone. Scheiße. Ich denke nicht, dass das gut ist, dass ich hier bin. Die sind ja so schon heftig. Das sind aber ganz schön viele.
Okay, gut. Was sagt die Map? Verdorbene Zone, Stufe 15. Heißt das, man kann das frei machen? Wollen wir versuchen? Okay. Eins. Schwäche ist Feuer. Zwei. Drei. Ah, aber raus. Ist hier kein Gebüsch? Keine Ahnung, ob das jetzt so gut ist, dass ich das jetzt mache hier. Das Schlimme ist ja auch noch, ich bin hier total sichtbar. Eine zähe Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Ich nehme ich auch nochmal mit. Wen haben wir denn da? Wir haben einmal dich. Ich glaube nicht. Eins, zwei, drei, vier, hopp. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Okay. Okay, das war nicht so klug. Okay, das war nicht so klug. Ich rede mal in die Kamera rein, fällt mir ein. Okay. Was ich mir nur frage ist, ich schieße mit einem Feuerpfeil auf die drauf. Und habe ich deine Kiste jetzt schon? Ja, ne? Sollte dann auch mal ins Inventar gucken, ne? Das verstehe ich nicht. Also es wird die Schwachstelle Feuer angezeigt. Ich schieße mit Feuer drauf. Und macht gar keinen Schaden. Ich finde die anderen, die normalen Bolzen, die machen viel mehr Schaden. So, gehen wir mal dahin. Einfach nur, weil ich das herausfinden möchte, was das ist. Da waren wir jetzt, da wissen wir ja, was das jetzt ist. Das ist mir, ja, zu viel.
Okay, hier waren wir auch schon überall. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Na komm. Das heißt hier runter. Nicht schnell genug. Oh, ich reite verkehrt. Na, komm. Okay. Ich steig mal ab, ein bisschen zu sammeln. Weil ich möchte ehrlich gesagt wirklich so viel wie möglich mitnehmen. Ich kann dich ja immer wieder rufen. Das ist ja das Gute. Davon habe ich genügend. Davon nicht. Weil ich habe auch irgendwie keine Lust, jedes Mal reiten, absteigen, reiten, absteigen, reiten, absteigen. Gut. Gut, das kann ich gut gebrauchen. Oh, ich hoffe doch mal. Jawohl. Wahnsinn. Jeder hat das. Oh, Questgeber. Ist das da neben ihm eine Leiche? Oh, ich hoffe nicht. Reden wir mal mit ihm. Mit Neil. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Val sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Gut, dann machen wir das mal. Falls der Ton richtig, wie heißt es jetzt, aktiv, Aufträge, Jagen für die Loge, Stufe 16, Banditenlager. Und das möchte ich gerne Quest aktivieren und auf Karte anzeigen.
Dahin muss ich. Okay. Mein Fokus empfängt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Diese Ruinen. Das muss Teufelsdurst sein. Eine Stadt der Alten. Aus der Metallwelt. Okay, hier sind ein paar, aber da ist ein Langhals. Wie geil. Ich will mal wissen, was da ist. Erstmal gucken wir mal und so. Okay. Unbekanntes Signal. Lichterkatalog übertragen. Okay. Das ist ein Läufer. Ziemlich. Ich glaube, das ist der einzige Läufer auch, ne? Rust hat mir von ihnen erzählt. Könnte das Signal vielleicht von dort kommen? Erstmal würde ich wissen, was hier ist. Eine Höhle und du gehst da nicht rein. Was wohl da unten ist? Die Frage ist eher, wie komme ich da hin? Also wie gesagt, wenn diese Aufnahme extrem... Kann man sich da ablassen? Da ist Wasser, aber ich will nicht runterspringen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dann sterben werde. Okay, jetzt ist es eh egal. Alter Falter. Gibt es eigentlich auch im Wasser lebende Tiere? Du bist ein Rätsel, das noch auf eine Antwort wartet. Keine Höhle. Es ist eine Ruine. Wieder so ein Bunker. Ich scanne aber erstmal. Nicht, dass mich noch hier was erwartet, von dem ich nichts weiß. Scheint ganz gut zu sein, okay. Rüstung. Aus der Zeit der Alten. Aber wie komme ich da ran? Was haben wir denn hier? Bandschutz für versteckte Schluss. So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Da. Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. 12, 15, 18, 21 Uhr. Holographic Display, die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holo-Schlösser in der Nähe. Also 12, 15, 18, 21 Uhr. 12, 15, 18, 21 Uhr.
Aber machen kann ich nichts, ne? Gehen wir mal, was ist hier? Rotes Licht. Ich komme nicht rein. Gehen wir mal auf diese Seite und mal sehen, was wir hier haben. Da kommen wir nicht hin. Komme ich hier hin? Nee. Was ist hier? Macht's dann nicht auf? Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Uhrzeiten. 1, 2, 3, 5. Hier muss 12 stehen, denke ich mal. In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Stelle die Stromversorgung des Bunkers wieder her. Sammle Energiezellen. Wo kriege ich denn jetzt Energiezellen her? Okay. Netzkabel. Also reinkommen tue ich ja nicht. Aber irgendwoher... Aber hier doch auch nicht, oder? Oder Moment mal, was ist, wenn ich jetzt... Kann ich auf Herstellen? Gute Frage, nächste Frage. Hier kriege ich auch nichts auf. Nichts. Also ganz ehrlich, kann ich auch nicht kaputt machen. Das war dumm, ne? Dazu komme ich auch nicht. Nee.
Aber ich würde lachen, wenn hier genau die beiden Energiezellen wären, ne? Die Frage ist natürlich, komme ich überhaupt raus, ohne das Rätsel zu lösen hier? Weil da gibt es ja auch ein Schloss, so wie es aussieht. Hier ist die Rüstung. Ultra-Gewebe-Rüstung. Was ist denn das da? Da ist eine Vorratskiste. Und da ist auch nochmal eine Vorratskiste. Okay. Jetzt natürlich die Frage, wie komme ich hier raus? Oh, es hat schon wieder angefangen zu regnen. Ich schau mal eben nach. Was haben wir denn hier? Also keine Sorge, ich sehe hier auch gerade nichts. Das Wetter macht mir jetzt auch keine Freude. So, an den Schlingpflanzen komme ich auch nicht ran. Ja gut. Ich kann hier hochklettern. Das heißt also, ich brauche Energiezellen. Für dieses Ding und es regnet mal wieder. An Kante. Ha, Regen ist gar nicht so übel. Jetzt ist die Frage, kriege ich eine Energiezelle von den Tieren hier? Ist das meiner? Ja! Okay, dann versuchen wir es mal so. Ich hoffe mal, dass ich hier von... ich schnappe mal den Läufer, der da hinten ist. Vielleicht kriege ich ja von dem eine Energiezelle. Das wäre echt super. Oder hast du eine Energiezelle? Ach, der verkauft doch keine Energiezelle. Ich lass dich mal hier. Okay, ich hole mir mal den Läufer, der da ist. Hab ich denn nicht die mitgenommen? Noch ein Signal? Ich könnte schwören, ich hätte das mitgenommen. Okay, gut. Wo ist denn der Läufer? Es war schon eine etwas größere Stadt. Da ist der Läufer. Ich muss den Kampf gewinnen. Gucken, jemand in meiner Nähe? Nö. Da habe ich ja Glück. Also ich glaube, die Energiezelle finde ich nur da unten. Nur wenn, ja, wo kriegt die denn da unten dann her? Das ist ja dann die nächste Frage. Woher kriege ich die Energiezelle her?
Oh, da ist ein Wächter. Er sieht mich gleich. Guck mal hier hin. Guck hier hin. Ach, du bist das. Mögen die kein Wasser? Kannst du jetzt mal stehen bleiben? Herstellen. Oh ja, da brauche ich mir erstmal keinen Kopf machen. So, die werden sich gleich hoffentlich beruhigen, wenn nicht dann, ja. Ein Noradorf. Oben auf dem Berg. Ist ja kein Problem, können wir ja hingehen. Vielleicht können wir da auch mal speichern. Halt's Maul. Gut, das war jetzt nicht so eine erfolgreiche Jagd, muss ich sagen. Aber mich interessiert jetzt wirklich, wo war noch einer? Ach da. Woher ich diese Energiezelle kriege. Zum Noradorf werde ich auch noch hingehen, aber erstmal gehe ich jetzt mal hier hin. So, dann komm mal her, Fuchs. Auch wieder happy, das ist gut. Aber das ist doch Pfeifen, ne? Und das ist Pferd herbei auf Pfeifen. So, da ist das Noradorf. Aber ich reite jetzt nochmal zurück. Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. War ich hier irgendwo? Da.
Genau hier war das doch. So.